Einen wunderschönen guten Abend hier vor dem Gemeindezentrum in Leeste zu unserem Livestream. Heute mal mit einem Symbolbild direkt aus dem Fernsehen oder aus dem Internet abkopiert. Da hält jemand eine Bibel in demonstrativer Weise in die Fernsehkameras und vor die Kameras der Fotografen. Und wir sind als Kirche eigentlich gar nicht glücklich darüber. Denn dieser Mensch nimmt normalerweise die Bibel und den christlichen Glauben ja gar nicht ernst, so wie wir es tun. Und man hat das Gefühl, hier wird die Bibel instrumentalisiert für politische Zwecke. Und die haben mit dem Inhalt dieses wertvollen und kostbaren Buches und mit dem Glauben an Jesus Christus nichts zu tun. Heute Abend haben wir wieder Gäste eingeladen, Christiane Blensky und Peggy Schierenbeck von der Initiative Fairnet Weihe. Sie werden uns einiges darüber erzählen, über die jetzt schon 17 Jahre, die sie miteinander und mit anderen Kolleginnen unterwegs sind, als selbstständige Frauen, die hier in der Gemeinde aktiv sind. Darauf dürfen wir uns gleich freuen. In diesen unruhigen Zeiten, wir haben ja nicht nur die Wirkungen von Corona, wir hören jetzt auch aus den USA von vielen Unruhen, von schlimmen Dingen, die dort passieren. In diesen unruhigen Zeiten, die unser Leben durcheinandergebracht haben, fragen wir uns als Kirche und in der Kirche, wo finden wir Orientierung? Wir finden sie in der Bibel und sind deswegen ein bisschen traurig, wenn sie in einer Art und Weise benutzt wird, die ihrem Inhalt nicht entspricht. Was entspricht dem Inhalt der Bibel? Es ist das Beispiel, das Jesus uns gegeben hat, dass Menschen geholfen wird, dass er den Weg zu Gott den Menschen gezeigt hat, dass er möchte, dass wir als Menschen unser Verhältnis zu Gott und untereinander, aber auch zu unserer Umwelt und zu unserer Gesellschaft in Ordnung bringen, sodass wir in Frieden und in Ruhe miteinander leben können. Also ganz etwas anderes, als was wir aus den Nachrichten wahrnehmen. Jesus ist zu uns Menschen gekommen, damit wir den Glauben an Gott finden, darin gestärkt werden und eben auch eine Kraft und Zuversicht bekommen, die uns hilft, mit den schwierigen Zeiten, durch die wir gehen müssen, klarzukommen. Jeder auf seine Weise, aber alle so, dass man sagen kann, wir sind gestärkt, wir nehmen etwas mit, wir fühlen uns nicht alleingelassen und verlassen. Und das ist eben das Traurige in den USA, dass dort sehr viele Menschen, nicht zuletzt diejenigen mit dunkler Hautfarbe, sich von ihrem eigenen Staat, von ihrer Gesellschaft, aber auch von vielen anderen Menschen verlassen fühlen. Das aber ist nicht unser Inhalt, das ist nicht der Inhalt der Bibel, sondern dass Menschen zusammenfinden, miteinander nach Gott suchen und gemeinsam auf einem Weg sind. Thank you.
Christiane Blensky und Peggy Schierenbeck heute bei uns zu Gast. In den letzten Wochen haben wir hier schon ein bisschen was entwickelt und haben immer ganz interessante Persönlichkeiten aus Weihe und Umgebung gefunden, die sich auf den Weg gemacht haben und das Wagnis eingegangen sind, hier in unser improvisiertes kleines Studio zu kommen. Sie beide sind ja auch irgendwie Medienprofis, also Werbung, Coaching, das sind ja schon Sachen, da könnte man sagen, na gut, wir wissen auch, wie das geht. Also vielen Dank, dass Sie sich darauf einlassen. Wir sind keine Profis, aber wir haben wahnsinnig viel Energie und Spaß bei der Sache. Ja, herzlich willkommen. Nochmal ganz vielen Dank, dass Sie da sind. Eingeladen haben wir, weil Sie ein tolles Projekt haben, nämlich Fairnet Weihe. Und ich habe natürlich recherchiert und gelesen, dass Sie schon 17 Jahre unterwegs sind. Heute ist die Chance, nochmal zu erklären, wie ist das entstanden, was haben Sie für Erfahrungen gemacht und wie sind Sie überhaupt auf den Namen gekommen? Also ich glaube, die Namensgeschichte ist sehr naheliegend, weil ich meine, ein faires Netzwerk, das war einfach der Grundgedanke. Das ist aber tatsächlich auch entstanden, bevor ich dazu gekommen bin. Es ist ja 2003 gegründet. 2004 bin ich persönlich dazu gekommen. Und der Wunsch war einfach da, dass Unternehmerinnen sich hier in Weihe zusammenfinden zum Erfahrungsaustausch. Und daraus hat sich eine ganze Menge entwickelt. Ich habe das mal für Sie mitgebracht, dass man das mal so sehen kann. So sah Fairnet früher aus, so schwarz-weiß, schmal, bescheiden kamen wir daher. Und in 17 Jahren hat sich daraus eine dicke Broschüre entwickelt, wo Peggy und ich natürlich auch mit drin sind, wo man einfach sehen kann, von 20 Unternehmerinnen sind es jetzt 50 geworden. Und das ist eine echte Erfolgsgeschichte. Und in jeder Hinsicht ist Fairnet gewachsen, auch mit der Größe der Veranstaltung von der Unternehmerinnenmesse zur großen Fairnet City. Da ist ganz viel passiert. Und was bei Fairnet, glaube ich, auch sehr typisch ist, deswegen ist auch so schön, dass wir beide heute hier als Repräsentantinnen von Fairnet sitzen können, ist, dass bei Fairnet immer mehr der Geist der Kooperation eingezogen ist. Also das schnelle Vernetzen und zu sagen, hey, was können wir eigentlich zusammen machen als Unternehmerin, auch aus verschiedenen Branchen, wie können wir uns zusammentun? Das ist sehr schnell, heute sehr schnell, das hat früher ein bisschen länger gedauert. Und Peggy und ich, wir machen ja auch inzwischen einige Veranstaltungen zusammen und so machen das inzwischen viele Fairneterinnen. Können Sie das Stichwort Fairnet City nochmal ein bisschen beschreiben? Ich habe drüber gelesen, aber vielleicht nicht jeder, der das jetzt guckt, weiß mit dem Stichwort sofort was anzufangen. Wie läuft das ab? Möchtest du was dazu sagen, Peggy? Nee, das mach du mal. Ich glaube, du kannst es viel effektiver und effizienter erzählen. Ich weiß nur, wenn ich anfange, über Fairnet zu reden, rede ich immer sehr lange und sehr viel. Also die Fairnet City ist die große Unternehmerinnenmesse, die wir alle 2 Jahre veranstalten in der KGS Kirchweihe mit einem wirklich stimmigen Konzept, Straße der Beratung, Modepiazza, Sportplatz, Kinderspielplatz, Allee Genuss und Freude darf natürlich auch nicht fehlen. Wir bauen also so eine richtige Stadt auf und präsentieren da die Unternehmerin in einem etwas ungewöhnlichen und sehr neugierig machenden Konzept. Und wie viele Leute kommen da so? Wie wird das angenommen? Ja, wir hatten jetzt ja die Fairnet City Ende Februar. Wir hatten ja das große Glück, dass wir noch vor Corona die Kurve rechtzeitig gekriegt. Ein Glück. Und wir hatten in der Spitze hatten wir schon 2.000-3.000 Besucher. Ganz so viele waren es diesmal nicht, aber wir waren sehr zufrieden, weil wir auch eine hohe Verweildauer haben. Die Leute interessieren sich sehr. Ja, und das Wichtige ist, denke ich, auch bewusst machen, dass es eben auch anders geht im Geschäft, nämlich mit diesem speziellen Fokus auf Frauen. Gehen denn Frauen anders an berufliche Herausforderungen heran als Männer? Was ist da anders? Fairnet heißt ja also ein faires Netzwerk, aber aus der Position, aus der Sichtweise der Frauen. Was ist bei Frauen anders als bei Männern? Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also ich würde mal so aus dem Bauch heraus sagen, dass Frauen vielleicht so ein Stück weit gründlicher sind und sich noch besser vorbereiten oder intensiver vorbereiten als, das ist so das Bauchgefühl, ne? Die dann sagen, okay, ich muss erstmal noch das und das und das machen und dann gehe ich an die Herausforderung ran. Aber ansonsten gibt es am Ende keinen Unterschied. Sind sie erstmal in den Positionen, sehe ich da keinen Geschlechterunterschied tatsächlich. Ja, ich würde auch sagen, an berufliche Herausforderungen geht eigentlich jeder Mensch unterschiedlich heran. Wenn man sieht, wie Peggy und ich, wir wissen es einfach dadurch, dass wir so viel zusammenarbeiten, wissen wir einfach, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, jede von uns hat ihre Art. Und wir sind ja nun
beide Frauen, beide ähnlich aufgestellt beruflich, haben beide Hunde, beide Häuser, beide Männer. Also man könnte ja meinen, also wir müssten ähnlich herangehen, aber jede von uns macht es auf ihre Art. Absolut unterschiedlich, ja. Ja. Das stimmt. Und deswegen, jeder Mensch macht es auf seine Art. Und haben Sie das Gefühl oder die Erfahrung, dass es Frauen, die sich jetzt selbstständig machen, dass sie es erstmal schwerer haben als Männer, oder besteht da kein Unterschied? Nein. In Klammern mehr? Nein, also auch nicht mehr, auch wir brauchen die Klammer gar nicht. Also ja. Wenn sich eine Person selbstständig machen will, egal ob männlich oder weiblich, dann macht sie sich selbstständig, weil der Impuls schon da ist und der ist ausschlaggebend für das Vorhaben. Da sehe ich gar keinen Geschlechterunterschied. Ja, ich finde auch, ich stimme dir dazu, es ist einfach so, Unternehmer sein heißt, so einen bestimmten Spirit zu haben. Man muss diesen Machergeist haben, man muss bereit sein, 100% Verantwortung für jeden geschäftlichen Erfolg und Misserfolg zu tragen selber und mit Mitarbeitern zu arbeiten. Also man muss sich wirklich der Sache hingeben und man muss so ein klares Ziel vor Augen haben und dafür Macher sein, dafür etwas zu unternehmen, bereit sein. Und diesen Spirit braucht man, und das ist egal in welcher Branche und egal ob Mann oder Frau. Und wer das hat, der wird im Business erfolgreich sein, auch zum Beispiel jetzt in so harten Zeiten wie Corona, dieser Corona-Krise, wo wir ja alle da sitzen und müssen alle erstmal klarkommen, wie müssen wir unser Business verändern, was wollen die Kunden jetzt, wollen die gerade überhaupt irgendwas, darf ich gar nicht aus gesetzlichen Gründen mein Geschäft öffnen. Und man muss so wahnsinnig flexibel sein. Und wenn man diesen Unternehmerspirit hat, dann kriegt man das auch hin. Also klingt super, weil ich persönlich auch mich freue, dass es eben keine wahrnehmbaren Unterschiede gibt. Würden Sie tatsächlich sagen, wenn jetzt ein Mann und eine Frau die gleiche Dienstleistung anbieten, der Kunde guckt nicht mehr, ob das Mann oder Frau ist, beide sind gleichberechtigt im Rennen, würden Sie das so sagen? Oder ist das von Branche zu Branche vielleicht nochmal verschieden? Also ich wüsste jetzt gar nicht, was kann man denn in der Dienstleistungsbranche, geben Sie mir mal ein Beispiel, haben Sie irgendwas parat, was man jetzt vergleichen könnte? Ansonsten würde ich wirklich sagen, ja. Wir gucken nach dem... Ein Steuerberater oder etwas, was man verkauft, glaube, ist ja ganz egal. Unterschiede. Ja, ich finde aber wichtig, dass wir das einfach mal in dieser Deutlichkeit und Klarheit herausarbeiten, dass es wirklich so... dass Sie das so wahrnehmen. Ja, was wirklich spannend ist, in meiner Dienstleistungsbranche, denke ich, ist es vollkommen klar, aber wir haben auch bei Fairnet eine zweifache Handwerksmeisterin mit eigenem Betrieb, und da könnte man ja vielleicht meinen, dass dabei Kunden Ressentiments bestehen. Und auch die ist super erfolgreich, auch quer jetzt durch die Corona-Krise. Also deswegen können wir auch mit Fairnet-Erfahrungen, also mit der Erfahrung von 50 Unternehmerinnen sagen, da gibt es eigentlich keine Ressentiments. Und manchmal ist es eigentlich fast eher so, dass da, wo man vielleicht denkt, oh, da hätte vielleicht jemand lieber einen Mann als Ansprechpartner, dass er sagt, oh, ich bin froh, dass da in der Position eine Frau sitzt, oder umgekehrt. Ja, also okay. Was auf jeden Fall, wenn Ihre Frage so ein bisschen darauf abzielt, auch in die Richtung, eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, warum muss es eigentlich ein Unternehmerinnen-Netzwerk heutzutage noch geben, wäre ja jetzt die logische Konsequenz, dass wir Fairnet gar nicht mehr brauchen, wenn das alles so gleich ist. Und ich finde, einen Unterschied gibt es dennoch in dem, vielleicht im Bedürfnis einer Unternehmerin, nämlich wirklich den Austausch auch zu suchen. Also wirklich auch über Erfolge, Misserfolge, Herausforderungen zu sprechen, sich gegenseitig darüber auszutauschen und auch Erfahrungen von anderen mitzunehmen. Und da ist wirklich Fairnet einzigartig und genial. Also wenn ich vom Fairnet-Treffen nach Hause gehe, habe ich immer so viele Erfahrungen getankt und so viel Motivation mitbekommen, das ist unbezahlbar. Ja. Also finde ich erstmal super, das so zu hören. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, das auch einfach nochmal so zu betonen, ne? Und nochmal so rauszustellen, dass es auch wirklich so ist, wie es ja eigentlich sein soll, dass solche sachfernen Unterschiede, das würde ja genauso gut gelten wie jetzt in der Politik, ob man nun dunkel oder hellhäutig ist, das hat mit der Sache nichts zu tun, sollte keine Rolle spielen. Und genauso ist es ja auch mit Mann oder Frau sein. Sie haben das Stichwort, um das wir nie herumkommen, an diesen Abenden, Corona-Krise, schon genannt. Wie sind denn da Ihre Einschätzungen oder Erfahrungen, das Miteinander von Männern und Frauen? Ich habe mir als Stichworte aufgeschrieben, der Haushalt, die Kinderbetreuung, die Kinder können nicht in die Schule oder in den Kindergarten, müssen irgendwie betreut werden, oder auch die Senioren, meinetwegen die alten Eltern, sind zu versorgen. Wie ist denn das mit Männern und Frauen da? Haben das nun beide so hingekriegt, dass das gleichberechtigt gut funktioniert,
Oder haben Sie das Gefühl, dass vielleicht doch etwas mehr an den Frauen hängen bleibt? Oder ist das eine Fehleinschätzung? Was meinen Sie? Also bei uns ist es, hat sich nichts geändert durch die Corona-Krise, nur dass wir, also was diese Frage anbelangt, dass nun, dass wir alle zu Hause sind, natürlich viel, viel vermehrt. Aber die Verteilung ist so geblieben. Da hat sich nichts durch die Corona-Krise verändert, nein, bei uns nicht. Ich habe auch mich ein bisschen gewundert, es ging ja so ein Aufschrei durch die Medien, es gibt da ja so eine Tendenz oder einige, die sagen, oh, das jetzt gibt es die totale Rolle rückwärts, Achtung, 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 ne? Die Frau ist sofort wieder die Mutti, die Hausaufgaben mitmacht und dadurch in ihrer Karriere und in ihrem Beruf ausgebremst ist, und ich habe das mit einigem inneren Befremden gehört, weil in meinem Leben und in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, findet das so gar nicht statt. Bei mir persönlich, dadurch, dass mein Mann jetzt auch komplett im Homeoffice ist, was ich schon seit 20 Jahren in meiner Selbstständigkeit mache, gibt es eigentlich mehr Verständnis für meine Leistungen. Ja. Eigentlich ist es viel gleichberechtigter jetzt noch geworden. Allerdings muss man auch sagen, bei Peggy und mir ist es ja auch so, unsere Kinder sind groß. Wenn man sehr kleine Kinder hat, ist das natürlich nochmal wieder anders. Aber ganz unabhängig davon glaube ich so sehr daran, dass ich die Gleichberechtigung der Frau auf so einem hohen Level schon bewegt, dass jetzt 3 Monate oder auch seien 6 Monate Corona-Krise wird das nicht rückgängig machen. Die Butter lassen wir Frauen uns nicht mehr vom Brot nehmen. Ja. Also. Aber es gibt ja nun die Berichte tatsächlich mit kleinen Kindern, und ich glaube auch, dass das eine besondere Herausforderung ist, kleine Kinder zu beschäftigen, die in Kindergarten gewohnt sind mit einem ganz anderen Anspruch, die auf einmal den Schuldienst übernehmen müssen, zusätzlich auch noch arbeiten müssen. Es ist nicht, ich kann mich gut daran erinnern, als meine Kinder klein waren. Also das ist noch nicht so lange her, ne? Gefühlt. Also ich kann mich da durchaus reinversetzen. Und natürlich lese ich das auch mit Befremden und mit auch ein bisschen Beängstigung, dass die Rolle eben rückwärts stattfinden soll. Es wird von 30 Jahren gesprochen, von 70 Jahren, die wir uns zurückentwickeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein Hype ist. Aber zwischen all diesen Nachrichten gibt es auch die Nachrichten, die sagen, dass Frauen sagen, ey, wir wollen jetzt auch die tollen Jobs, damit wir eben auch zum Alleinverdiener werden können oder zur Alleinverdienerin werden können. Und das bringt mir, das finde ich ganz, ganz großartig. Und da muss natürlich noch unheimlich viel gemacht werden, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass das möglich ist. Aber ich denke, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass es eine Herausforderung ist, mit kleinen Kindern zu Hause im Homeoffice zu arbeiten. Na, also das glaube ich schon, das nehme ich so hin. Aber diese Stimme, die hat mich so unglaublich gefreut zu sagen, ey, nee, jetzt machen wir diesen Schritt auch nach vorne und sagen, ja, die coolen Jobs, die wollen wir jetzt auch. Genau, ich glaube auch, dass das von Branche zu Branche noch ein bisschen verschieden ist. Also unsere Erfahrungen als Pastoren ist ja so, wir haben Videokonferenzen. Es gibt auch jüngere Kollegen, die haben kleine Kinder und die stören dann in der Videokonferenz, in Anführungsstrichen. Ja. Aber ich merke, dass in unseren Kreisen das überhaupt kein Problem ist, weil wir das tolerieren, weil wir das normal finden, weil wir sagen, okay, da ist jetzt mal kurz eine Unterbrechung, weil das Kind was braucht. Wir nehmen das so hin. Ob das in allen Branchen schon so weit ist, weiß ich nicht. Sie sind vielleicht auch jetzt mit Ihren persönlichen Erfahrungen ein bisschen privilegiert, dass Sie schon sagen können, bei uns klappt das. Meinen Sie, andere sind auch alle schon so weit? Sie haben ja nun ganz viele, viele verschiedene in Fairnet, ne? Ja, das ist, ich glaube, das ist nochmal, wenn man selbstständig tatsächlich ist, selbstständige Unternehmerin ist, dass man nochmal wieder einen anderen Blickwinkel vielleicht auch drauf hat. Aber ich glaube wirklich, dass es eine Herausforderung ist, und dass man hat nur eine gewisse Kapazität am Tag, eine Leistungskapazität, und wenn die morgens und vormittags und mittags schon aufgebraucht ist, dann ist die einfach auch endlich. Dann kann man nicht sagen, okay, prima, jetzt ist es 18 Uhr oder 19 Uhr, jetzt übernimmt jemand anders die Kinder und ich gehe jetzt ins Homeoffice. Die Kapazitäten sind dann einfach leer. Ne? Und da nochmal eben zu gucken, wie kann man das gut koordinieren, dass ich trotzdem arbeiten kann und die Kinder sind da. Das wäre eine schöne Aufgabe auch für die Zukunft zu gucken. Wie kann man das gut organisiert bekommen oder besser organisiert bekommen? Mir ist unglaublich wichtig, dass wir aus dieser Krise, die wir jetzt alle haben, nach der wir nicht gefragt haben, dass wir die so gut aufarbeiten, dass wir alle den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen und die größtmögliche Erkenntnis, wie kann Homeoffice stattfinden? Was gibt es noch für zusätzliche Möglichkeiten der Kinderbetreuung für Frauen? Wie lässt sich das unter Umständen viel, viel besser vereinbaren? Wie kann man sich auch wieder zusammenschließen als Frauen und zu sagen, pass mal auf, hier, wir nehmen jetzt mal die Kinder, dann kannst du arbeiten. Also
dass man wieder merkt und lernt, wie sehr man vielleicht doch aufeinander angewiesen ist und nicht, ich bin jetzt hier auf Ego-Kurs und bringe mein Kind in die Kita und dann gehe ich arbeiten, sondern dass da vielleicht auch, ich merke sehr, sehr stark, dass die Menschen weicher geworden sind wieder, sensibler geworden sind, das nehme ich ganz stark wahr. Und ich hoffe, dass daraus etwas entsteht, dass man sagt, okay, wir sind viel mehr doch aufeinander angewiesen, als wir das vorher immer gedacht haben. Naja, aber gleichzeitig ist es natürlich nicht nur so, dass die Mütter sich zusammentun sollten, um zu sagen, Mensch, wie organisieren wir das? Es ist natürlich genauso auch der Job der Väter. Und tatsächlich ist es da aber natürlich auch so, dass die, dadurch, dass sie dann im Homeoffice sind, auch viel mehr mitbekommen von dem, was zu tun ist. Und ich erlebe jetzt nicht die große Männerflucht vom heimischen Esszimmertisch, dass sie sagen, oh Kinder, Hausaufgaben, da kümmere ich mich nicht. Oder Mittagessen kochen, kümmere ich mich nicht. Ich glaube, da braucht man die Männer gar nicht so zu unterschätzen. Das machen die schon alle. Und das ist dann immer wichtig abzusprechen, wie man das macht. Und gleichzeitig finde ich, es ist aber ja nicht nur ein 1-zu-1-Problem oder eine 1-zu-1-Herausforderung für jedes Paar oder jede Familie, sondern ja auch wichtig, dass es gesellschaftlich immer wieder neu diskutiert wird, dass man eben sagt, es darf nicht klassischerweise immer gleich die Aufgabe der Frau sein. Und bestimmte Dinge müssen auch nicht klassischerweise sofort Aufgabe des Mannes sein, dass man darüber immer wieder diskutiert. Und auch das bricht Corona gerade auf. Und ich fand Ihr Beispiel gerade so schön, dass Sie sagten, ja, in Videokonferenzen, da plappern dann die Kinder dazwischen. Ja, ein Glück. Es ist auch eine komische Kultur, in der wir leben, dass Kinder immer so unsichtbar wegorganisiert werden müssen, bis sie Abitur gemacht haben und dann zeigt man die Bilder stolz. Das kann ja auch nicht richtig sein. Also warum darf im Homeoffice nicht mal der Hund bellen oder das Kind im Hintergrund mal kurz durchs Bild laufen? Das ist weder bei Pastoren ehrenrührig, noch in der Werbebranche sollte das so sein oder vielleicht sogar in einem Bankkontext. Das ist das Leben. Und das ist so schön, das Leben wird uns jetzt nochmal so komprimiert aufgezwungen sozusagen. Wir können nicht in unsere Büros flüchten, wir leben eben in diesem Mikrokosmos Familie ganz eng zusammen und arbeiten von dort aus. Und das tut gut, das tut eigentlich allen mal gut, so wieder zusammenzukommen und sich auch so zu zeigen. Das kann nur gut sein und gerade auch... weil Peggy eben sagte, es verändert sich was in der Gesellschaft und alle werden weicher. Das ist natürlich für mich auch im Marketing ganz spannend zu beobachten, wie das Wording, so nennen wir das, die Art, wie man miteinander spricht, was man für Texte, Werbetexte schreibt in Anzeigen, wie plötzlich Werbespots formuliert werden, was da plötzlich wichtig ist, wie sich das verändert. Dass da wirklich mehr Emotionalität und auch diese so viel zitierte und geforderte Authentizität, dass die jetzt wirklich viel mehr stattfindet. Also ein Trend, den es vor Corona gab, der erlebt jetzt so wusch, wie die Digitalisierung auch, so einen Megaschub und wird sich hoffentlich dann noch schneller und stärker etablieren. Das würde uns allen gut tun. Es ist auch gut, wenn die Spaltung in das ist Beruf, da verdiene ich Geld und das ist mein eigentliches Leben, für viel mehr Menschen aufgehoben wird. Manche haben das Privileg, dass sozusagen Hobby Beruf wird und sie total viel Lust darauf haben, aber andere haben ja auch so viel Druck oder müssen etwas tun, was sie gar nicht wollen, was ihnen aufgezwungen wird. Und wenn man davon wegkommen könnte, dass man sagen kann, das ist mein Leben und in diesem Leben habe ich Arbeit und Familie und Freizeit und ich teile das nicht, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, wie für alle auch das angenehmer wird, das Leben, ne? und erfüllender. Hat sich denn was geändert in der Corona-Zeit bei Ihrer Tätigkeit? Also wie arbeiten Sie anders? Ein bisschen haben Sie angedeutet, dass vorher, dass vieles sich gar nicht so viel verändert hat. Sie waren ja vorher auch schon im Homeoffice, ne? Ja, aber gibt es Sachen, die Sie total, die jetzt anders sind? Ja, also was total anders ist, keine Vorträge. Keine Vorträge, das ist für mich ganz schlimm. Kein Netzwerken mit Menschen, nur alles über Zoom. Also das fehlt mir total. Also das ist, was bei mir sehr anders ist, gerade jetzt auch in Vorbereitung darauf, dass jetzt mein Werberatgeber erscheint und ich kann keine Vorträge dazu halten und ich kann auch nicht netzwerken, ich kann das nicht persönlich vorstellen, das ist ein Riesenunterschied und ich merke es natürlich auch in der Art, wie Aufträge reinkommen, während der Werbetextbereich durchaus weiterläuft, ist mit Werbestrategie, dafür haben die Unternehmen gerade nicht die Ressourcen mehr, da fehlt irgendwie die Kraft und ein bisschen auch der Wille jetzt, sich darum zu kümmern, sie müssen halt jetzt sich erstmal ums Überleben und neu klarkommen kümmern. Also ich sagte eben im Vorgespräch,
Ich arbeite eigentlich fast genauso viel wie vorher, aber ein Großteil meiner Arbeit ist Öffentlichkeitsarbeit auf digitalem Weg, solche Termine wie heute, andere digitale Formate vorzubereiten, viel Social Media zu machen, mehr Newsletter zu schreiben, um viele Tipps zu geben, damit die Leute besser klarkommen. Jetzt, wie kommuniziere ich in der Krise? Also es hat sich sehr doll verändert und ich hoffe, irgendwann bald switcht es wieder zu mehr Werbekonzeption. Und wie ist beim Coaching? Was ist da anders? Wie viel coachen dürfen Sie denn eigentlich? Ja, im Moment darf ich gar nicht coachen. Also meine Coaches, meine Kunden, haben alle Termine abgesagt, weil sie eben nicht stattfinden konnten im Präsenz. In Präsenz. Und ich habe das angeboten, das als Online-Coaching zu machen und habe gesagt, das hat andere schöne Vorteile. Das sollten wir wenigstens mal ausprobieren. Aber das wollten sie tatsächlich nicht. Und ich habe tatsächlich für mich auch die Zeit genutzt und gesagt, so, ich baue mein Business weiter aus. Ich werde es auch stark digitalisieren. Da freue ich mich drauf. Ich habe unendlich viel Zeit, die ganzen Projekte anzugehen, die jetzt wirklich 3 Jahre liegen geblieben sind, weil ich einfach nur noch von Termin zu Termin mir selbst hinterhergelaufen bin. Und dafür habe ich jetzt Zeit, das umzudrehen. Dafür bin ich dankbar. Die Coachings werden wieder kommen, da bin ich ganz sicher. Ich nutze diese Auszeit für meine persönliche Weiterentwicklung und genieße das tatsächlich sehr. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn ich jetzt anbieten würde, komm, wir machen das Coaching digital, dass schon eine andere Bereitschaft dazu da wäre. Weil jetzt hat sich jeder daran gewöhnt, Zoom-Meetings zu machen, ne? Ja. Das denke ich auch. Am Anfang waren so Vorbehalte dagegen. Es gab allerdings auch technische Probleme. Wir hatten die auch und das frustriert ein bisschen. Aber jetzt, wo es läuft, warum nicht, ne? Perfekt. Wäre eine perfekte Alternative. Ja. Ich habe mir noch überlegt, dass ich gerne, wo ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu sprechen, hier nochmal das Thema ansprechen möchte. Wie ist das denn mit der Bezahlung? Man liest das immer wieder, dass nach wie vor es vorkommt, dass für genau die gleiche Tätigkeit Frauen etwas niedriger bezahlt werden. Man schätzt so im Durchschnitt immer noch fast 20%, ne? Also ein Fünftel weniger, ne? Wie schätzen Sie da die Lage ein? Gibt es Strategien, das zu überwinden? Ja, die Strategien sind am Laufen. Sie laufen viel zu langsam. Sie laufen auch hier in Deutschland, finde ich, ganz besonders. Wenn man unsere ganze Entwicklung an sich betrachtet, laufen sie viel zu langsam. Wir waren 2006 bei, ich glaube, 26% Lohnunterschied und sind jetzt bei 20%. Also es ist viel zu langsam, ne? Wir sind auch, Frankreich ist vor uns in dieser Entwicklung. Die wollen bis zum nächsten Jahr, wollen sie diesen Unterschied tatsächlich ganz abschaffen. Wir haben ganz andere Strukturen in den größeren Unternehmen, ab 50 Personen eingebettet, die haben eine andere Überwachung. Es kostet inzwischen in Frankreich auch Strafe, wenn man unterschiedliche Gehälter für genau die gleiche Stelle eben zahlt. Ne? Also da ist unheimlich viel unterwegs. Es viele europäische Länder auch gute und andere Ansätze, das zu umgehen, das auszugleichen, dass das nicht mehr stattfindet. Und wir hier in Deutschland sind dabei und es darf ruhig ein bisschen schneller gehen. Ne? Und da darf man auch immer wieder auf die Finger klopfen und sagen, so. Und wer bremst da so doll? Ach ja, wer bremst da so zu doll? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen die ganz, ganz eindeutig beantworten kann. Reicht ja, wenn Sie es versuchen. Wenn ich es versuche, ich versuche es mal. Vielleicht sind es zum Teil auch die Frauen selber, die sich auch zu sehr eingefügt haben in ihre Rolle, die sagen, ach ja, dann ist das eben so. Es gibt es tatsächlich, gibt es auch Studien drüber. Und die vielleicht viel mehr aufstehen müssen und sagen, nee, das wollen wir uns gar nicht gefallen lassen. Warum auch? Und da brauchen sie aber Unterstützung aus der Politik, natürlich, zu sagen, gut, wir, es gibt dieses ein bestimmtes Gesetz, das Transparenzgesetz, dass eine Frau inzwischen die Möglichkeit hat, wenn sie in ein Unternehmen kommt, zu sagen, ich möchte mal hier 5 vergleichbare Gehälter sehen. Dazu hat sie das Recht. Sie nutzt es aber nicht. Und jetzt sagt die Politik, okay, das haben wir gegeben, dieses Gesetz. Die Frauen nutzen es nicht, also müssen wir es noch vereinfachen, müssen wir es noch transparenter machen. Das ist am besten wäre es, in Großbritannien ist es so, zu jeder Stellenausschreibung, da steht schon das Gehalt mit drin. Ja, also es gibt da unglaublich viele Möglichkeiten und vielleicht sind wir da so ein bisschen verschlafen. Ja, und vielleicht müssen wir da einfach jetzt sagen, so, hallo Frauen, kommt, das machen wir jetzt.
Im öffentlichen Dienst geht es ja auch. Und bei uns Pastoren ist es auch so. Jeder weiß, dass wir A13 und A14 verdienen, egal ob Mann oder Frau. Das ist alles transparent festgelegt, kann sich jeder ausdrucken lassen. Könnte ja auch die Privatwirtschaft übernehmen. Also Modelle dafür gibt es. Genau, Modelle gibt es, die müssen wir anwenden. Ne? Und da müssen wir vielleicht so ein bisschen an den Boxhandschuh anziehen und sagen, so, das wollen wir jetzt. Dann müssen die Frauen unterstützen. Und natürlich sind auch immer wieder Vorbilder wichtig für Frauen. Auch für junge Frauen, die heranwachsen, zu sagen, ey, da geht noch was. Das können wir auch. Warum sollen wir uns denn verstecken? Ne? Das sind ja schon die Aussagen zu sagen, nee, ich will hier auch mal die Alleinverdienerin sein können in dieser Familie. Ne? Und da gehört natürlich auch zu, dass man sagt, okay, wir müssen vielleicht mehr Teilzeitmodelle in Top-Positionen schaffen. Ne? Also es gibt unglaublich viele tolle Ansätze und da darf man ruhig ein bisschen hingucken, die darf man vorantreiben, das sollte man auch tun. Ich finde, das ist die eine Seite, die du schilderst, super, super wichtig. Ich gucke ja immer so ein bisschen als Unternehmerin da drauf und ich denke, weil sie fragten eben die Strategie, was kann die Strategie sein? Und da habe ich gedacht, die Strategie ist eigentlich Nein zu sagen in dem Moment, wenn ich als Unternehmerin aufgefordert werde, irgendwas zu einem Dumpingpreis zu machen. Dann sage ich, nein, ich mache das, ich biete das nur zu meinem Stundensatz an und fertig. Also auch, es hat was mit Selbstbewusstsein zu tun und auch mit dem Kennen des Wertes der eigenen Leistung. Und da ist auch jede Unternehmerin selber gefragt, die Preise durchzusetzen. Und wer da noch Potenzial hat, der braucht vielleicht auch mal ein Coaching wie von dir, um sich da wirklich weiterzuentwickeln. Denn die Preise fallen nicht vom Himmel. Man macht es als Unternehmer selber. Man muss auch als Unternehmerin selber dafür sorgen, dass sie sich durchsetzen. Also das eine ist die politische Seite, die für uns Frauen da eintreten muss. Aber das andere ist auch, dass die Frauen selber für sich eintreten müssen. Und ich glaube aber, und ich beobachte das bei der jungen Generation, ich habe eine Teenager-Tochter zu Hause und ich merke, bestimmte Dinge sind für die so selbstverständlich, dass die manche Ungleichheiten, die wir noch so vielleicht aushalten und von Kindheit an kennengelernt haben, ist für die ganz unverständlich. Und da weiß ich, die neue Generation, die, ich glaube, dass die machen das. Also das war immer so, dass das Tolle, dass ich mit diesem Selbstverständnis aufgewachsen bin als Frau, dass es gar keinen Unterschied gibt. Und irgendwann habe ich das gelernt, ne? Wieso das denn? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also für mich ist es ein absolutes Selbstverständnis, dass man für die gleiche Leistung gleich bezahlt wird. Alles andere ist hinterwäldlerisch. Das stimmt schon, aber ich glaube nicht, dass das typisch ist. Sondern es gibt eben sehr viele Familien und auch Gruppen, wo das eben nicht so ist. Sonst hätten wir ja nicht diese Unterschiede, die wir schon benannt haben. Ja, ich würde gerne so auf die Schlussrunde kommen. Mir wurde eben schon ein Zettel da im Hintergrund hochgehalten, dass die Zeit wie im Fluge vergangen ist. Was nehmen Sie denn persönlich aus der Corona-Krise mit, wo Sie sagen möchten, das muss unbedingt jetzt so bleiben? Gibt es da was? Wir haben eben schon mal kurz angedeutet, ne? Also, aber vielleicht können Sie es noch mal kurz zusammenfassen, wo Sie sagen würden, diese Sachen, die sollen jetzt wirklich so bleiben, weil da kommen wir weiter und lernen aus der Krise. Wir sollen nicht mehr so viel reisen. Das ist einfach nicht mehr notwendig für jeden Fitzelchen, sich irgendwo zum Meeting zusammentreffen. Wir können viel mehr auf digitalem Wege erledigen. Das ist schön. Und dieses wirklich Innehalten, das nehme ich auch für mich persönlich mit. Ich hätte mir nie eine Auszeit gegeben in dieser Form. Und das habe ich jetzt, das habe ich gelernt, dass das geht. Wenn ich das nächste Mal Urlaub mache, dann mache ich Urlaub und dann mache ich nichts anderes. Ich habe jetzt gearbeitet, aber diese Auszeit von Verpflichtungen von außen befreit zu sein, das habe ich einfach sehr genossen. Und das wünsche ich mir, dass das bleibt, dass ich das nicht wieder vergesse, für mich persönlich. Ja, ich habe heute schon den ganzen Tag ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich weiß, dass Sie diese Frage immer stellen. Und für mich geht diese ganze Corona-Situation, das geht mit so vielen Erkenntnissen und Gedanken einher. Es fällt mir ganz schwer, das auf den Punkt zu bringen. Sicherlich das, was Peggy sagt, natürlich, das unterstreiche ich auch. Und gleichzeitig geht es mir genau andersrum. Das eine sind diese ganzen digitalen Errungenschaften. Aber ehrlich gesagt, ich merke auch, wie in mir persönlich und ich glaube auch in anderen, die Wertschätzung von persönlichen, menschlichen, zwischenmenschlichen Begegnungen wieder wächst. Das, was Pflichttermine waren, oh, ich muss da zum Netzwerktreffen und oh, ich muss da zu einem Vortrag, das fehlt so doll. Menschen wie mir fehlt das doll und dass man das vielleicht dann eben weniger als Pflichttermin sieht, sondern sich mehr wirklich auf diese menschliche Begegnung noch mehr einlässt. So, das ist das, was ich sehr doll für mich persönlich da mitnehme.
Ja, schön. Wir versuchen halt Dinge auf den Punkt zu bringen, die hoffentlich für die Zuschauer und Zuhörer, die sich das angucken, nochmal wichtig sind. Deswegen wiederholen sich manche Fragen. Und die letzte Frage. Ja, wir sind in der Kirche, im Gemeindehaus. Ne? Deswegen fragen wir auch immer gerne, wie ist denn das? Haben Sie eigentlich Erfahrungen mit der Kirche oder mit dem Glauben? Gibt es da was, was Sie erzählen möchten? Ja. Sie müssen nicht, aber Sie dürfen gerne. Also habe ich mich ganz toll gefreut auf diese Frage. Ne? Aber ich könnte jetzt auch 20 Minuten drüber sprechen. Haben wir noch 20 Minuten? Also ich bin ja als Schaustellerin aufgewachsen, in einer Schaustellerfamilie geboren. Und wir hatten immer unsere eigenen Schaustellerpfarrer und wir hatten immer ein sehr, sehr enges Verhältnis. Es gab ja die Gottesdienste im Festzelt oder unter freiem Himmel oder auf der Autoscooterplatte. Die gab es vormittags, die gab es nach Feierabend, die gab es ökumenisch, heißt es so, glaube ich, ne, wenn die glaubensübergreifend sind, ja. Und es gab natürlich auch die Besuche von unseren Pfarrern, die zu uns ins Kassenhäuschen kamen oder an den Mandelstand kamen, mit denen wir wirklich über unsere Probleme gesprochen haben. Ich habe ein sehr enges Verhältnis dadurch zur Kirche und ich liebe unsere Gottesdienste auch. Das ist für mich etwas sehr Schönes und auch in Krisenzeiten habe ich immer gedacht, okay, ja, wenn es gar nicht mehr geht, dann rufe ich meinen Pfarrer an. Das ist spannend, Peggy. Bei mir komplett andere Geschichte. Aber auch Kirche eine große Wichtigkeit in meinem Aufwachsen. Ich bin in Wildeshausen aufgewachsen. Als Katholikin war ich Mitglied oder war die ganze Familie Mitglied in der St. Peter-Gemeinde dort. Und wir sind so eine ganz klassische, katholische, jeden Sonntag in die Kirche Familie gewesen. Mein Papa sehr engagiert im Pfarrgemeinderat, jahrelang auch Vorsitzender. Und gleichzeitig zu diesem, ich sag mal, offiziellen Posten war es einfach so schön, es war so viel bekannt. Man kannte die anderen Familien, ich kannte jeden Messdiener, der da war, man ist mit denen irgendwie zur Schule gegangen, ich war tatsächlich auch auf der katholischen Grundschule. Also sehr viel Kirche und Gemeindeleben in meiner Kindheit und Jugend. Also mein Bruder war Messdiener, ich war in einer kircheneigenen Theatergruppe, ich war natürlich später als Teenager auf den Funzelfeten bei uns im Gemeindehaus, ich war, wenn Fastenzeit war, bei den morgendlichen Frühschichten noch vor der Kirche und noch vor der Schule. Und es war so, ich habe Gemeindeleben, diese Gemeinschaft in einer Kirchengemeinde, das habe ich sehr als zweites Zuhause empfunden. Und das fand ich sehr schön. Und als ich hier nach Weihe gezogen bin, war das für mich komplett weg. Und dann habe ich immer so ein bisschen neidisch geschielt hier auf diese Kirchengemeinde, weil ich immer gesehen habe, hier ist so viel los und dieses Gotteshaus hier ist so offen. Das ist so schön. Hier finden so viele Veranstaltungen statt, die auch Weiher-Veranstaltungen sind. Also meine Kinder sind hier aufgetreten, schon mein Mann war auch schon Pianoman in der Kirche, hat da gespielt. Und das finde ich einzigartig. Und als Kind und Jugendliche habe ich das als selbstverständlich genommen und jetzt als Erwachsene, wo ich weiß, wie schwer es ist, solche Dinge am Laufen zu halten, kann ich nur sagen, Hut ab vor den Initiatoren, die auch Dinge wie heute hier machen, die das immer wieder auf die Beine stellen, weil das ist unbezahlbar, so ein aktives, lebendiges Gemeindeleben. Herzlichen Dank auch für diese persönlichen Worte. Herzlichen Dank natürlich auch für das Lob der Gemeinde im Namen unserer ganzen Gemeinde, da muss ich denen ja auch mal sagen. Ja, und wir freuen uns, dass Sie so offen gesprochen haben. Vielleicht hat der eine oder andere, der jetzt das zu Hause sich nochmal anguckt, eine Anregung bekommen, dass er irgendwie was anders sieht oder noch was anderes machen möchte, sich vielleicht auch an Sie wendet mit dem einen oder anderen Anliegen. Wir wissen ja jetzt, für welche Themen Sie ansprechbar und sind. Und wir freuen uns darauf, dass wir auch nächste Woche wieder einen interessanten Gast haben, einen Herr Bovenschulte, nicht wahr? Der ja in Weihe auch bekannt ist. Wir versuchen hier also aus dem Gemeindehaus tatsächlich etwas für unsere Gemeinde zu machen, die aktuellen Themen in Beziehung zu setzen zu dem, was wir als Kirche und im Glauben machen und da eine gute Mischung zu finden. Und ich hoffe, das hat Ihnen gut gefallen heute Abend. Also vielen Dank unseren Gästen. Und nach einer Musik hören wir dann noch die Hoffnungsgeschichte, die wir immer so als Abschluss haben, wo wir noch einmal einen besonderen Gedanken Ihnen weitergeben möchten, den Sie vielleicht auch für heute Abend mitnehmen können. Musik.
Auch für den heutigen Abend habe ich eine kleine Hoffnungsgeschichte mitgebracht, die ich einfach durch Suchen im Internet gefunden habe und so schön fand, dass ich sie gerne heute Abend Ihnen vortragen möchte und hoffe, dass es Ihnen den ein oder anderen guten Gedanken mit auf den Weg gibt. Die Hoffnungsgeschichte hat den Titel Das rosa Tütchen. Als ich eines Tages, wie häufig, traurig und niedergeschlagen von der aktuellen Situation durch den Park schlenderte und mich auf einer Parkbank niederließ, um über alles nachzudenken, was in meinem Leben und der Welt schief lief, setzte sich ein fröhliches Mädchen zu mir. Es spürte meine Stimmung und fragte: Warum bist du so traurig? Ach, sagte ich, ich habe keine Freude im Leben. Alle sind gegen mich. Alles läuft schief, die Welt scheint aus den Fugen und ich selbst habe kein Glück und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Meinte das Mädchen. Wo hast du dein rosa Tütchen? Zeig es mir mal. Ich möchte mal hineinschauen. Was für ein rosa Tütchen? Fragte ich verwundert. Ich habe nur ein schwarzes Tütchen. Wortlos reichte ich es ihr. Vorsichtig öffnete es mit seinen zarten kleinen Fingern den Verschluss und sah in mein schwarzes Tütchen hinein. Ich bemerkte, wie es erschrak. Es ist ja voller Albträume, voller Unglück und voller schlimmer Erlebnisse und Gedanken. Was soll ich machen? Es ist eben so. Daran kann ich doch nichts ändern, erwiderte ich. Hier, nimm, meinte das Mädchen und reichte mir ein rosa Tütchen. Sieh hinein. Mit etwas zitternden Händen öffnete ich das rosa Tütchen und konnte sehen, dass es voll war mit Erinnerungen an schöne Momente des Lebens. Wo ist dein schwarzes Tütchen? Fragte ich neugierig. Das werfe ich jede Woche in den Müll und kümmere mich nicht weiter darum, sagte es. Für mich besteht der Sinn des Lebens darin, mein rosa Tütchen voll zu bekommen. Da stopfe ich so viel wie möglich hinein. Und immer, wenn ich Lust dazu habe oder wenn ich beginne, traurig zu werden, dann öffne ich mein rosa Tütchen und schaue hinein. Dann geht es mir sofort besser. Und wenn ich einmal alt bin und mein Ende droht, dann habe ich noch mein rosa Tütchen. Es wird voll sein bis oben hin und ich kann sagen, ja, ich hatte etwas vom Leben. Mein Leben hatte einen Sinn. Noch während ich verwundert über ihre Worte nachdachte, gab es mir einen Kuss auf die Wange und war verschwunden. Neben mir auf der Bank aber lag ein rosa Tütchen. Ich öffnete es zaghaft und warf einen Blick hinein. Es war fast leer, bis auf einen zärtlichen Kuss, den ich von einem kleinen Mädchen auf einer Parkbank erhalten hatte. Bei dem Gedanken daran musste ich schmunzeln und mir wurde warm ums Herz. Glücklich machte ich mich auf den Heimweg, nicht vergessend, am nächsten Papierkorb mich meines schwarzen Tütchens zu entledigen.